Session 3 habe ich was aufgepickt, die Aussage Open Source ist zwar Software, aber es handelt sich eigentlich um ein Lizenzmodell, das ist korrekt. Es gibt kein Produkt Open Source, das man kaufen kann, sondern man lässt oder stellt selber auch Software her und stellt dann lizenztechnisch gesehen die ganze Geschichte eben unter dieses Open Source Modell. Ich möchte Ihnen schnell so ein paar Punkte bringen, doch in der relativ kurzen Zeit, wie das aussieht. Wir von der SIK, von dieser Arbeitsgruppe, wo diverse öffentliche Organisationen dabei sind, vom Bund, von den Kantonen, Gemeinden und auch andere Institutionen, die eben SIK-Member sind, gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich um das Open-Source-Modell beschäftigt, diskutiert. Nicht im Sinne, dass wir jetzt religiös hier werden würden, sondern man sollte doch auch dieses Modell anschauen, prüfen, je nach dem Eignungskriterium auch einsetzen. Zuerst natürlich die Beschaffung, das ist auch das heutige Thema. Was ist da anders? Achtung, Stolpersteine, wo sind die Probleme? In welche Richtung könnte es gehen? Es gibt aber auch Projekte, Beispiele, die möchte ich Ihnen nur ganz punktuell ein bisschen aufzeigen und wo man auch noch weiter recherchieren könnte, vorausgesetzt Interesse ist vorhanden. Dann Communities, kommen wir noch zu, die Zukunft. Dann noch ein bisschen Werbung für die CQSS, wir sind interessiert an engagierten Leuten, die da mithelfen, diese Entwicklung vorwärts zu treiben. Und dann der Rest zu Köln und so weiter, für zu Hause oder im Büro. Der wichtigste Punkt, OSS ist im öffentlichen Umfeld zugelassen, also das heißt, wenn jemand Lust hat, irgendwas zu beschaffen, kann ich das heute auch, also ist eigentlich kein Problem, es gibt auch Beispiele von Beschaffungen in diesem Rahmen. Es gibt heutzutage ein paar Problematiken, man liest oder hört das auch in den Medien. Das eine ist immer der Kampf um die Produktewahl, ganz klar, wenn ich in einer Ausschreibung das Produkt namentlich reinschreibe, meistens von den Closed-Software-Herstellern, ist natürlich das mit dem Open Source dahin. Das ist das Hauptproblem eigentlich. Also wenn man einen der größten Anbieter wirklich als Bedingungen, als, ich sage immer, als Killer-Kriterium einsetzt, dann ist der Open Source nicht mehr dabei. Kann auch nicht. Also das ist so ein Punkt, eine Problematik der Ausschreibung, dass man wirklich die konkrete Produktewahl eher versucht zu verhindern und das offen lässt. Dann sind wir beim Was und Wie. Das ist die Frage, haben wir heute Morgen ja auch schon gehört, wo die Problematik ist bei Ausschreibungen. Dann weiter das Unterbinden von Subunternehmen. Ich muss Ihnen einfach sagen, dass OSS primär jetzt hier in der Schweiz im KMU-Segment sehr aktiv ist. Also es gibt sehr viele Kleinunternehmen, KMUs, Softwareentwickler, die davon leben, eben Open Source herzustellen im Auftragsverhältnis. Und dass die natürlich zum Teil auch die Potenz nicht haben, wie die größten Softwarelieferanten in der Schweiz, die wir ja auch zum Teil berücksichtigen in Großprojekten. Wenn das nicht geht, dieses Subunternehmertum, dann wird es auch schwierig. Weil gegen große Firmen, zum Beispiel mit drei Buchstaben, gegen eine kleine Firma, zum Beispiel in Bern, da sind dann auch die Kräfteverhältnisse und die Möglichkeiten nicht die gleichen. Also auch schon vom Budget her, vom Aufwand her, diese Unterlagen bereitzustellen in der nötigen Qualität, dass sie dann eben auch eine Chance haben, das zu gewinnen. Da sind wir eben auch schon bei der Punkteverteilung, die sind zu wenig ausgerichtet. Ja, wenn ich sage, 90% macht der Preis aus, bei uns in der BVE, wenn ich Beton bestelle oder Autobahnen bauen lasse, ist es völlig okay. Beton ist klar definiert. Aber wir haben gemerkt, dass ich glaube, eine Ausschreibung für eine Lösung im ICT-Umfeld, besonders auch wenn es um Software geht, doch eher komplexer ist. Und darum ist gut zu überlegen, wie ist die Punkteverteilung. Ich habe da bei uns im Beschaffungsamt immer Diskussionen, dass wenn ich Ausschreibungen mache, zum Teil der Preis sehr tief bewertet wird, 40-50%. Werde ich dann gerügt, das ist viel zu tief? Sage ich ja, auf den ersten Punkt ja, aber nichtsdestotrotz ist doch auch wichtig, wie der Partner aussieht, was hat er noch für andere Fähigkeiten, weil die Beschaffung ist ja eines Thema. Der Betrieb, eine mögliche Wartung in die Zukunft, ein anderes. Und nicht immer der günstigste bei der Beschaffung ist ja auch der dann vom gesamten Lebenszyklus von einer Lösung wirklich auch attraktiv sein könnte. Darum diese Punkteverteilung. Weiter zu den Lizenzverträgen. Die sind komplex.
Auch im Open-Source-Bereich gibt es verschiedene Modelle. Auch hier sehr wichtig zu überlegen, was hat Platz, was will man akzeptieren. Ich neige heute dazu, wenn ich eine Wetteausschreibung mache, nicht nur einfach das Lastenheft und all das Zeug, das man liefern darf, muss, sondern auch gerade den Vertrag beizulegen, weil wenn man es nicht macht, dann hat man später dann Diskussionen und das ist Sache der Juristen, nicht gegen Juristen, aber es braucht doch dann sehr viel Zeit, bis man zum Ziel kommt mit so Projekten im Softwarebereich. Das sind so die Problematiken, sind sicher nicht alle, aber die wesentlichen aus meiner Sicht. Dann die Kunst nach außen, eben eine richtige Ausschreibung hinzubringen. Große Herausforderung. Insbesondere, wenn man sich dann im OSS-Umfeld noch gerne bewegen würde oder zumindest dem OSS eine Chance geben möchte. Weil, Einbindung von Subunternehmen, habe ich gesagt, Source-Code-Freigabe. Werden die meisten Software-Lieferanten keine Freude haben. Geht doch nicht. Also, ich sage jetzt das Wort Microsoft bewusst mal, ich glaube nicht, dass die da mitmachen. Aber wenn ich Möglichkeiten habe, zum Beispiel nicht in der Basisinfrastruktur wie Office oder so, manchmal hat man auch Zwänge, die man erfüllen muss, auch bei uns im Kanton Bern. Hingegen, wenn es um Fachapplikationen geht, die eben erstellt werden, spezifisch in der Verwaltung, würde es doch Sinn machen, dass man eben vertraglich auch so bedingt, dass man den Source Code oder zumindest juristisch was in die Hände kriegt, dass man zum Beispiel der Austausch, und sei es nur innerhalb von den SIG-Mitgliedern, sicherstellen kann. Also das Wiederverwenden von Software, Open Source Modell, diese Lizenzierungsmodelle sind sehr ideal, aber es gibt auch Kompromisse. Es gibt Softwarehersteller, die sagen, nee, ich produziere nicht Open Source, und ich sage, gut, aber wir können hier vielleicht ein Sourcing-Modell angehen für im öffentlichen Umfeld. Wieso komme ich dann bei der nächsten Folie? Haftung, Urheberrecht, Gewährleistungen, vorhin in der Fachsession 3, großes Thema, muss ganz klar geregelt, abgehandelt sein wegen den Risiken, weil ich als IT-Leiter, ich stehe dann da, wenn es irgendwie Probleme gibt und es würde dann sicher an mir haften. Auch da gibt es Ansatzpunkte, die wir dann zumindest in der SIKOS es noch weiter verfolgen wollen. Und wie gesagt, Punktevergabe als taktisches Instrument, immer eine gute Sache. Bedingt aber die nötigen Vorleistungen, die sind dann wirklich sehr intensiv. Mit meinem Team setze ich dann zusammen, wir diskutieren, wie können wir taktisch, ich sage dem intelligent vorgehen, bevor wir die Ausschreibung publizieren, damit das hinten dann irgendwie auch noch gut kommt. Nicht nur eben bei der Erstellung oder beim Einkaufen von einer Lösung, sondern eben auch später der Betrieb und insbesondere die Wartung bei uns jetzt für 5 Jahre. Wie kann ich die sicherstellen, damit auch diesen Punkt finanziell möglichst wirtschaftlich und attraktiv für uns, für die öffentliche Hand ist. Ein wichtiger Punkt, es gibt die Möglichkeit, dass man innerhalb der SIK-Software austauscht, ist auch schon geschehen, dass ein Kanton Software gebaut hat, die dann mit eigenen Spielregeln einem anderen Kanton ausgetauscht hat. Vorausgesetzt eben diese juristische Source-Code-Geschichte, die steht. Ich habe da ein kleines Beispiel, OneGovBox, Kanton Zug, war da zuerst mal sicher ein großer Leader, hat auch investiert in diese Lösungen, ist auch überzeugt, läuft heute auch schon produktiv. Da kam dann die IV-Stelle des Kantons Bern dazu, die Stadt Bern und weitere Folgen. Ich kann Ihnen da auch empfehlen, wenn es Sie interessiert, schauen Sie dort mal die Webseite an. Am Schluss meines Vortrags habe ich die Links für Sie aufgeführt. Ein gutes Beispiel, wie es gehen kann. Weitere Projekte, ich will da nicht zu lange werden, ich habe mir einfach ein paar gepickt. Das Bundesgericht war groß in den Medien, klar, geht ja auch um Geld. Die haben Arbeiten ausgeschrieben, es ist nicht so, dass jetzt das Bundesgericht irgendwelche Leistungen erbracht hat und die Privatwirtschaft direkt konkurrenziert. Und sie haben mit verschiedenen Partnern eine gute Lösung erstellt. Der Kanton Bern übernimmt jetzt auch Teile, wo dann im Kanton Bern weiter genutzt werden. Kanton Zug habe ich erwähnt. Dann die Fachhochschule Nordwestschweiz. Da ist jemand im pädagogischen Bereich, ein Doktorand, der hat die Idee, wie bringe ich die Schüler, die Problematik ist Schule, Ausbildung, IT, Software und zu Hause
Nicht jede Schule vermag irgendwelche proprietäre Systeme mit dem kleinen Zeichen davor, sondern er überlegte sich, ich baue einen Lernstick, hat er auch getan. Und dieser Lernstick ist heutzutage in diversen Schulen im Open-Source-Modus erhältlich, eigentlich gratis für die Schulen und für die Schüler. Der Stick, also der USB-Stick, der kostet natürlich was, aber kann sich selber vorstellen, nicht viel Geld. Und dann kann zum Beispiel eine Schule oder eine Gemeinde ein Projekt definieren, welche Software kommt drauf und wie verteilen wir das den Schülern. Ein sehr interessantes Modell, wie das gestalten worden ist, um möglichst A, kostentief zu halten und B, eine möglichst große Verteilung zu realisieren. Denn Schule ist doch relativ etwas Schwieriges, weil dort ja, die Kinder mit Software in Berührung kommen und dort geht es ja auch dann um Datenhaltung und weitere Aspekte, die, glaube ich, nicht unbedingt den Amerikanern zugänglich gemacht werden müssen. Dann das ISC, EOPD will ich nur sagen, auch im kleinen Bereich kommt es langsam, dass Open Source eingesetzt wird. Und ja, da gibt es verschiedene Beispiele, verschiedene Projekte und all diese, die müssen ja auch irgendwie beschafft werden. Also da will ich Ihnen nur zeigen, dass es heute möglich ist, mit Open Source Projekten im Beschaffungsbereich wirklich auch zu handeln. Wenn es Sie weiter interessiert, gibt es ein OSS Directory.ch. Dort können Sie weiter recherchieren, wenn Sie Lösungen suchen. Gerade vielleicht im Bund weniger, das ist auch relativ sehr gut koordiniert, aber in den Gemeinden, Kantonen, hat schon ein Kanton irgendwas entwickelt in diese Richtung, kann ich da irgendwie mich anschließen, kann ich da irgendwie profitieren, weil das Know-how ist zumeist in unserem verlässlichen Staat sehr gut verteilt. Wie geht es weiter mit der Zukunft? Wir in der Arbeitsgruppe machen uns Überlegungen, jetzt aktuell gerade im OSS-Bereich, weil es sind verschiedene Aspekte, die da einspielen und das in der Informatik. Also man sollte ein Jurist sein, man sollte öffentliche Beschaffung von Softwareentwicklung, dann sollte man wirklich noch ein Hermes-Projektleiter sein und, und. Also die Palette ist enorm groß für ein Projekt im öffentlichen Umfeld und dann noch gekoppelt mit OSS erfolgreich durchzubringen. Und wenn man links und rechts schaut, gibt es Synergien. Wir haben uns überlegt, könnte ein Community-Modell in der Zukunft sein, insbesondere unter den SIK-Mitgliedern. Und zwar Synergien bilden, weil, ich sage jetzt einfach das mal so, der Kanton Bern unterhält Straßen, braucht Softwarelösungen dazu. Es gibt noch ein paar andere Kantone, die haben auch Straßen, das ähnliche, das gleiche Bedürfnis. Ich will nicht der föderalistische Gedanke unterwandern, aber Synergien nutzen, das ist angesagt. Weil, wenn wir jetzt, stellt dir vor, wenn wir jetzt eine Community bilden würden, im Sinne von einem Verein oder einer Stiftung, das würde ich dann den Juristen überlassen, das zu klären. Und diese Organisationen, sage ich mal, die Kantone, Gemeinde, die da jetzt teilhaben wollen an einer gemeinsamen Lösung, dann über eine Community die Aufträge weiterzugeben nach außen. Weil ich gehe nicht davon aus, dass wir alle Software entwickeln, selber Software entwickeln wollen. Wäre eine Möglichkeit, auch beschaffungsmäßig diese Synergien zu nutzen, dass nicht jeder Kanton immer die gleichen Funktionen ausschreibt und entwickelt, einkauft, sondern über Communities das steuern lässt. Klar, es wäre dann ein Zwischenschritt, der noch zu prüfen ist, juristisch, wie man es genau klärt und freit, aber es wäre ein Ansatz, eine Rechtsform, die wir jetzt in den nächsten Monaten klären möchten, weil auch die Communities würden sich dann auch sehr intensiv mit dem Lebenszyklus von Lösungen auseinandersetzen und dadurch wäre auch das, ich sag jetzt mal, das Risiko von einem Kunden zu einem Anwender wesentlich kleiner. Das heißt, wenn Communities sich darum kümmern, um eine Lösung und der Kanton Bern hat Communities, nicht im OSS-Bereich, das ist eher im Closed-Software, aber die funktionieren dort auch schon recht erfolgreich. Warum diese Modelle dann nicht nach außen tragen und das mit Open-Source-Software zu koppeln? Eben keine Alleingänge mit komplexen Softwarelösungen. Das wäre das Ziel. Wir in der Arbeitsgruppe, wir werden das jetzt prüfen, wir werden auch Juristen einspannen, wir versuchen das natürlich vorwärts zu treiben. Ein weiteres Ziel wäre dann, vorausgesetzt von der SIK, wir wären erfolgreich mit diesen Ideen, dass wir dann auch versuchen, Templates, also
Vorlagen zu definieren, damit, wenn jemand im SEQL-Bereich jetzt seine Community bilden möchte, um vielleicht zusammen sogar neue OSS-Software bauen zu lassen, dass da gewisse, ich sage jetzt, Spielregeln vordefiniert werden, dass man sich also nicht erstmal neu erfinden muss, sondern man sagen kann, ja, es gibt ein Template, übernimm doch das, füll das aus, bildet einen Verein, eine Organisation, wie auch immer, und dann fahr zu. Ich bin auch der Überzeugung, wenn das Modell im Beschaffungsbereich, aber auch wiederum auf, ich sage jetzt, Einsatzseite erfolgreich werden kann, dass man das auch einsetzen könnte für Nicht-OSS-Software. Ich bin auch überzeugt, dass Softwarelieferanten, die sich gegenüber dem OSS noch verschlossen sind, auch einsteigen würden, weil sie hätten ja dann so eine User-Community, gibt es ja auch bei Closed Software, dass man dort SEQL approved was erreichen könnte miteinander. Ansatzweise haben wir ja auch schon eine Austauschplattform für Software im Betrieb, das wissen die wenigsten Mitglieder SourceForge, das heißt auch heute schon, also OpenUCC haben wir vorhin gesehen auf dem Slide, dieses Source Code ist den SEQL-Mitgliedern heute eigentlich öffentlich auch schon zugänglich. Zu übertrieben ist so eine Closed Group. Wir gehen nicht ganz OSS raus, weil es gibt manchmal auch Haftungsfragen, wo dann der öffentliche Bereich nicht in diesem Sinne abhandeln kann oder will. Gut, noch schnell Vorstellung der SEQL-OSS-Arbeitsgruppe, nur kurz, im eigenen Interesse. Wir sind auch immer auf der Suche von Mitgliedern aus dem öffentlichen Bereich. Wir sind eine sehr aktive Gruppe. Sie sehen, wer dabei ist. Wir haben 4 bis 5 Sitzungen. Und wenn sich jemand interessiert, kann er sich ruhig bei mir melden. Würde mich freuen, wenn da auch der ein oder andere vielleicht dazu käme. Vielleicht auch außerhalb von Bern. Ist immer interessant. Gut, nächste Veranstaltung, wenn es Sie interessiert. Das ist so ein Anlass. Unsere Gruppe hat morgen meistens eine Sitzung, das ist closed, also es sind nur den SEQL-Mitgliedern vorbehalten zu einem Schwerpunktthema. Und nachmittags öffnen wir dann, da gibt es Referate, die sind auch öffentlich, weil sie auch meistens aus der Praxis kommen, nicht nur aus dem öffentlichen Bereich, sondern auch aus der Privatwirtschaft. Das sind zum Teil aber auch Lieferanten und Partner dabei. Und wenn Sie irgendwie mal so etwas interessiert, dann können Sie sich ruhig bei uns anmelden. Gut, das sind die Quellen. Und dann herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus